Vor allem so, weißt du, Dreamland hat so voll die Low Ceiling in Smash 4. Und dann pickt der Cloud in dem Map. Keine Ahnung, was hat er sich gedacht? Gut, ich hab doch keine Ahnung von dem Spiel, aber. Die Pros sollte man nicht downen. Ja, gut, die Pros sollte man nicht downen, ne? Genau. Weil wir sind ja schon lange raus aus dem Turnier. Von daher. So, und von daher. Die wissen schon, was sie machen. Genau. Ich meine, das hat ja auch seinen Grund so. Ich meine, natürlich, F-Tilt Fair ist natürlich super. Aber das braucht halt gar nicht, ne? Das ist halt. Da sind so viele Levels drin, weißt du, das ist halt. Nach dem Reset geht's aber gleich mal gut für die Sheet los hier. Ja, auf jeden Fall. Gleich mal gut freut die Prozent am Knüppeln. Und vielleicht holst du den Cloud wieder raus. Ich mein's eher. Also. Für ihn so. Ja. Ja, das läuft ziemlich gut für die Sheet. Greed jetzt ziemlich alles, was er gerade macht. Ja. Oh, schick, komm. Oh, Follower. Muss noch ein schöner Needle kommen? Ah, komm, der macht gar nichts. Was ist los? Lässt ihn einfach zurück, den Jungen. Ja. Aber der Respekt, das reicht noch nicht. Aber das ist halt. Ja, auf jeden Fall. Ja, solange man kriegt der Meter halt auch seine Prozente zusammen. Wenn er jetzt eine schöne Combo kriegt hier raus. Ah, nee, kriegt er nicht. Nicht ganz. Ah, gut die halt. Na, ey, guck mal. Er hat sogar die Backer jetzt im Weekend. Genau. Also ich habe auch die Sheik Back Air irgendwie stärker in Erinnerung. Oh, Catching. Da holt er sich. Genau, zurück. Das habe ich ja gesagt. So, einfach mit Rage. Rage, eine unglaublich gute Mechanik in dem Spiel. Also. High Ceiling. Ja. So, und schon hat er es zurückgeholt, ne? Obwohl es eigentlich so gut ausgesehen hat für die Sheik. Ja. Ja, mit dem Reverse Aerial Rush Back Air hat er nicht erwischt. Um mal meine Knowledge rauszuhauen, weißt du? Ja, gibt's Raw und. Ja. Subs? Funktioniert das so wie Luigi's? Ja. Wahrscheinlich, ne? Oh, das ist die Upward-Chain wieder. Oh, mit einer Nähe. Mit der Nähe am Ende. Ja, aber trotzdem, ne? Aber die, immerhin wird die Cheat diesmal nicht getoastert. Bauen sie die Eide rein. Ja, ich sag. Irgendwann brechen die halt immer ab, aber das ist. Ich schwöre euch, das ist ein Infinite. Na gut, weil man will den Schlamm. Ich mein, catch den jedes Mal aus der Luft raus. Metanite scheint ein guter sein, habe ich das Gefühl. So. Ja, das ist auch mal so ein Air-Dodge-Mindgame, so ein Scheiß, ne? Ich habe da auch keine Ahnung von. Da musst du noch Drift readen und sowas vielleicht. Und er macht halt einfach immer instant up B und er Air-Dodge die halt nie. Das ist halt komisch. Muss er mal hier, ne? Adapten heißt das Wort, Stichwort. Adapten. Komm, da misst er den Dash. Natürlich verkackt er das dann. Oh, der Lash Cancel. Es gibt keine Lash Cancel in Smash 4. Klar. Ja, sick. Ja, unglaublich. Er hat's einfach erfunden. Vielleicht gibt's die dort, ich weiß aber nicht. Weiß nicht mal, ob es Tita gibt. Tita? Weiß nicht mal, was es ist, ne? Tether. Tita. Ja. Ich kenne nur Tether. Tita ist, wenn du an der Kante stehst und dann macht diese Animation, so, weißt du? Und ich weiß gar nicht, ob es die gibt. Guck mal. Sieht extremst gut aus für die Sheik, aber das war es in den letzten Matches ja auch. Ja, also die Sheik liegt halt gut vor mit dem guten Neutral Game, aber der Meta braucht halt nur eine Rage-Kombo und das war's. Den Kill immer. Jetzt braucht er noch zwei, drei Openings und das war's. Das ist. Erinnert mich sehr an. Woran erinnert mich das? Ach, guck mal hier, wie ein Torn. Oh, BMs. Finish. Oh. Alter, guck mal, das ist killt so ein. Das ist echt hart broken. Ja, oh! Da können die das alle nicht richtig diagen. Das war auch gut, aber. Ich meine, die Sheik kann die nicht killen und dann war es das halt so. Da muss er sich mal einen richtig guten Read ausdenken. Ja, haben wir ja gerade gesehen. Da ist der Follow-Up-Grab. Ja. Ich finde, die müssen auf jeden Fall mehr mit den Jab-Infinites arbeiten. Und schöner Grab. Sich beide. Ja, der kriegt halt die Grabs gerade, ne? Und die Grabs heißen halt immer eine schöne Combo. Bei dem Meta Knight. Ah, sick. Oh. Ah, da muss eine Fair kommen, weißt du? Ich sag's dir. Nach dem F-Tilt muss die Fair kommen. Das ist halt Classics. So.
Classics. Das weiß man doch schon, seit man 2001 die Classic GameCube ausgepackt hat. Ne? Das ist doch so. Ja. Oh, yo, yes. Oh, er ist wieder, oh, erst weiter. Oh, nee, vorne. Er ist invincible für die Zeit. Oh, oh, what? Pivot Grab? Das sah aus wie ein Instant Grab aus einer Rolle. Ja, genau, nee, er rennt vorbei, dreht sich um mit dem Reverse Aerial. Super, der lange. Also dreht sich so um, da hat so eine Animation, dann kannst du grabben in der Zeit und dann slidest du so ein bisschen mit dem Grab und dann hast du so einen schönen, das nennt sich, glaube ich, Pivot Grab. Ja, Meter wieder auf 5%, aber. Ja, das aber ist der Grab. Das ist der Grab. Oh, oh, da ist die. What the fuck? Krank, ey. Jesus. Was soll er denn da machen, der Schickspieler? Guck mal, er freut sich richtig, ne? Meta Knight, ne? Rastet ganz schön aus hier. Ja, auf jeden Fall, ey. Guter Mann, guter Mann. Kommt der Character Switch? Bleiben wir dabei? Ja, kommt der Switch? Kommt der Switch? Zu was denn? Ich glaube, der spielt nur Sheik. Der kann gar nichts anderes. Also, ich wäre jetzt für einen guten Falco-Pick. Klassiker. Also, ne? Die Shield Pressure ist unmatched so und da kann dann der Meta Knight auch nichts mehr machen. Oh, der Tech Change ist es. Oh, der Mart! Oh, der Mart! Smart, ja. Smart. Ja, dann gucken wir mal, ich weiß nicht. Das sind halt die klassischen Melee-Charaktere. Ja, genau. Das ist halt ein richtiger Melee-Spieler, sieht man sofort. Der ist ja auch Fehler geworden im Melee, also kann man ja auch gar nicht anders sagen. So, reicht das für den Meta Knight? Funktioniert die Combo dann auf Marth noch? Ja, glaub schon. Oh, was? Oh, oh, krank. Mach dann einen Footstool erst, ne? Boah! Boah, oh, was? Okay, jetzt rastet er ein bisschen aus, ne? Ja, der Meta Knight, ne, der kennt nichts. Hard on fire. Der rastet ganz schön aus hier. Ich glaube, das ist nicht so groß. Tipper ihn einfach! Ich so tipper ihn! Tipper ihn! 15%, das reicht mit Rage. Oh, herausgekommen aus der Chain. Oh, Mist. Side B ist da? Nee, macht er nicht. Boah, oh, das war ein F-Smash, Bruder. Ja, egal, das bringt sowieso nichts bei 23% so, aber. Ja, weiß man immer im ersten Nachhinein. Ich soll jetzt noch nicht verlieren. Ja, schöner Airdodge durch. Oh, oh, Downthrow. Das war richtig knapp, ey. Ich weiß nicht, wie er da. Hä? Der hat doch eine Ja, wenn der auf zu hohe Prozente kommt, kann es vielleicht schwierig ich weiß werden, gar nicht, ob ich weiß nicht, ob Meta Knight hat der eine Hitbox direkt beim Start, wenn er auf dem Schild springt, mit AP. Oh. Meta Knight grinded, grounded AP hat er eine Hitbox, wenn er direkt am Boden. Mhm. Meta Knight grounded AP hat er eine Hitbox am Boden. Ja, er hat direkt vor sich eine. Ach echt? Ja, ja. Hm. Ist nichts passiert, tatsächlich. Ja, mit 150 immer noch am Leben. Aber ich meine, der ja, guck mal, hier ein F-Smash. Da ist der F-Smash, ne? Ja, der muss nur tippern und dann war's das, weißt du. Oh, da war der Fox. Oh, oh, knapp, knapp. Oh! Und die Ken-Combo. No Meteor Cancel. Und die Ken-Combo. Ja, das ist klassischer Mewtwo King. Ja, kann man gar nicht anders sagen, so. Das ist halt. Ja, da wunderschön liegt er ganz war das, los, wunderschön, ne? Da 170, jetzt wird schwierig für den Meta Knight den Kill zu kriegen. Ja, guck mal, da ist er sofort. Ja, da war Risky mit dem Jab on Shield, das punisht er sofort, weißt du, da kennt er nichts. Ich meine, der will ja auch seine coole Absage. Aber der Marv läuft so weit. Schön, boah, krank. Boah, schick. Boah, jetzt. Warum ist denn ein Jab Reset? Das ist doch einfach nur eine Backer richtig reinkommen. Let's go, Skirt! Boah, ja, diesmal tagt er, siehst du? Boah, oh. Oh, jetzt hat er ihn in der Luft. Schön gespaced Fair, kann er nur down tilten. Da ist der Throw wieder. Ja, springt er raus, guck mal, das ist der Vorteil von Marth in dem Matchup. Da muss er aber nach dem Jam, muss er eigentlich einen F-Tilt machen. Oh, das war knapp. Ja, das ist aber nicht so schlimm in Smash 4, wenn du einen F-Tilt triffst an der Kante. Ah, na? Oh, die Mindgames. Die Mindgames. Da wartet er, oh. Oh, da hat er den Grab. Oh, oh, der harte Read. Er wollte, glaube ich, eine Up-Air machen, er hat es aber einfach zu früh gedrückt und hat einen Napsmash gemacht. Aber disrespektiert ihn jetzt einfach noch. Ja, genau, würde ich auch sagen. Zeigt ihm jetzt mit dem Marv, rockt er das. Oh. Oh. Oh, und kriegt er den Punish? Oh, getippert! Da ist nice. Der Tipper und der Marv klatscht es. Getippert, Jan Tipper springt auf vor Freude. Tipper Diggi. So, kommt jetzt der Reverse. Na gucken, ne? Der Marth funktioniert ja wahrscheinlich, aber da muss man mal gucken. Marth, vielleicht adaptet er noch auf wen. Ja.
Der Meta-Knight ist auch immer noch, und ich meine, der Cloud gibt's auch noch, ne? Also, und jetzt hat er zweimal Counter-Backstage. Ja, das ist natürlich auch wahr, aber ich meine, ja, was soll das hier? FT, da ist doch Marv immer gut. Ja, Marv hat keine schlechten Stages, ne? Nee, also doch, FOD. Ein Riesenschwert. Ja. Oh, sick. Und der ist schon wieder eine Führung. Boah, da hat er, weißt du, das ist halt so ein Ding, was in Brawl halt war, da war ja dieses, wie heißt das? Fast gekillt wieder. Dieses Tripping und Meta Knight kann mit dem Downtilt halt Leute trippen. Weil er so das Schwert so vor die Füße wirft, weißt du, so zack, und dann fallen die da rüber. Da ist der F-Smash. Let's go, baby! Oh! Schon wieder gezippert! Der Mann! Jan Tipper außer sich vor Freude, größter Fan. Oh, schade, das wäre auch schitzig gewesen. Zieht sich alle Stocks mit dem F-Smash. Ja, normal, aber weißt du, das ist ja auch... Der Reed. Braucht er gar nicht. Oh, und jetzt kriegt er noch mehr... Und er gibt ihm 4% noch auf seinem zweiten Stock. Und was macht er jetzt? Er readet alles. Er readet alles. Und? Oh. Oh, schlechte Fair, aber trotzdem. Da ist der F-Smash wieder, ne? Ja, mit genau. Dem kriegt er ihn die ganze ja, Zeit. Ja, das ist jetzt der Meta Knight, der muss adapten. Wahrscheinlich kommt gleich der Cloud raus, wenn er jetzt das Spiel verliert. Das ist ja nicht mal knapp, Leute. Da two-stockt er ihn jetzt, oder was? Na, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Ein F-Smash, das war's mit dem. Dann kommen wir jetzt vielleicht eine Abi oder Shield. Ja, schöner Read von dem Meta Knight. Das heißt, er braucht jetzt wieder nur eine Combo, er hat Rage. Genau, eine Kombo ja, zwei, ein, zwei Kombos ne? Kann das beenden, ja. Also ein paar Openings. Oh, aber doch. Wissen wir ja nicht, ne? Also vielleicht, nur einen starken Hitter. Ich meine, auf dem Marv funktioniert das ja alles anscheinend nicht so gut. Oh. Oh, die Kombos. Oh, er misst es, er misst es. Was? Das ist so. Oh. Sind wieder zurück im Neutral, er hat den Grab. Oh! Noch nicht. Ein guter Versuch. Die Up. Jetzt kann Meta Knight nicht mehr richtig gut kommen, ne? Das ist natürlich das Problem. Up-Throw. Jetzt können Shit! Jetzt können alle. Jetzt brauchen wir nur einen Reach. Oh shit! Da ist 2-0, ne? Ja, guck mal, der bleibt ganz cool, ganz cool. Trinkt sein Long Island Iced Tea. Ja. Ja. Schon siegesicher, ne? Mit dem Marv gibt er ihm ist jetzt. Spricht er auch eigentlich Japanisch hier an dem Game? Ja, er spricht Japanisch an dem Game. Ja, auch echt hier? Es gibt nur ein Game, mit dem er Englisch spricht, und das ist Fire Emblem Warriors. Nani? Nani? Ja. Das Reset schon letztes Game. Wir haben hier wieder einen 2-2. Shooter. Die Security kümmert sich schon um ihn. Ja, wird er gehen die ganze Zeit in die VIP-Area. Ja, hier. Also das ist jetzt gesprochen, also auch für alle da draußen so, wenn hier Leute Commentary machen, weißt du, das ist halt, da kannst du nicht einfach reinrennen, weißt du, die sind hier konzentriert, weißt du, wir müssen uns konzentrieren, hier das beste Entertainment, was es gibt zu geben, und das ja, machen Marv, wir halt hier. Und der Marv knüppelt schon wieder rein, ja. Also seitdem er den Mafia hat, ne, zeigt das eben. Ja, das ist ein klassischer Mewtwo King, ne, also Sheik und Marv, ein Duel. Sheik Marv, und wenn das eine nicht funktioniert, nimmst du das andere und es klappt meistens so. Oh, und er kommt runter und gibt ihn. Oh, schön, hat den Ledgestorm versucht. Oh, ja, ich sehe auch ein bisschen mehr Confidence jetzt im Spiel. Ja, auf jeden Fall. Ja, er braucht jetzt nur noch das eine Game, ne? Reverse genau, 3-0. Das war der Reverse. Oh, er hat ihn eigentlich, der Meta Knight. Aber diesmal, jetzt holt das wieder zurück. Jetzt ist schon ziemlich ewig. Oh, wow. Das war sehr knapp. Das hätte der Stock sein können. Boah, Mars mit der riesigen Grab Range. Das ist mal wieder total Der überlebt es. Das war's. Überholt ihn sich mit dem Up-Smash. Jetzt muss er sich das holen. Sein Tournament-Stock. Ja, aber ich sag dir, weißt du, warum geht er gegen Marth auf FD? Das ist halt einfach Marths beste Stage. Ja, Mewtwo King. Das war schon immer so, ja. Mewtwo King sagt das auch. Oh, greedy. Obwohl Mewtwo King sagt, dass wenn nur FD legal wäre, wäre Falco der beste Charakter im Game. Was ich halt auch überhaupt nicht verstehen kann. Oh, jetzt? Wow. Oh, und er lebt noch. Game scheint er zu adaptiert zu haben, ne? Ja, genau. Also, mal gucken wir mal. Vielleicht hat er sich aber er hat auch wieder keine F-Smash. Oh, fast der Thundercats. Muss doch mal aufpassen. Oh, die Infinite.
Ja, die musst du einfach mal durchziehen. Ist er tot? Sehr knapp. Na, Up-Throw-Kill noch nicht. Ja, er braucht wieder ein F-Smash. Also, Up-Throw-Kill erst bei zwei, etwa 200%. Nein, ich weiß nicht, wo die... Nein, das sollte jetzt schon killen. Ja, 150, ne? Aber jetzt hat er Rage, weißt du? Jetzt muss er einen Tipper bei 40%, das war's. Boah, da ist schön, das. Schön. Den ersten Prozenter, ne? Und schon hat er 36. Tipper! Wir brauchen Tipper! Ah, das war ein Tipper, aber naja. Und Tipper schon ist wieder fast... Oh! Und schon ist wieder even. Schon ist even. Das war ein Phantom. Das war's. It's over. Herzlichen Glückwunsch an den Gewinner, den Math. Den Meta Knight, sorry. Master Reverse. Ja, und wir müssen jetzt auch los langsam. Gut, tschüss.